Hallo zu Final Fantasy 14 Heavensward. Ja, kommen wir nun zu einem neuen Video, denn ich habe euch zu was zu anzukündigen, denn wie ihr schon seht, unten am Titel, ja, ich habe jetzt nun alle Vögel bekommen durchs Farmen. Ich habe ja früher schon angefangen gehabt bei Bismarcks Ravanna und auch bei König Forden. Und ja, jetzt hatten wir in der Zeit eben halt während des Streams auch noch mit Sephiroth, Nidhogg und Sophia und auch Zerven. Heute habe ich ja so Sophia und Zerven noch bekommen gehabt. Und Zerven war so gesehen der letzte Bird. Den habe ich denn so circa 23,05 € bekommen. Ich habe ja eigentlich noch so bis 22:30 gestreamt gehabt, aber habe noch währenddessen noch ein bisschen an der Farmgruppe, ja, ein bisschen noch mitgemacht. Und ja, wer hätte das gedacht? Ich hatte dann auf jeden Fall den Glück gehabt und ja, das letzte Vogel so gesehen bekommen. Ja, ich werde euch ja erstmal hier zeigen, wie das halt aussieht. Hier haben wir nun die Reittiere und da haben wir den Weißlaner, Rotlaner, Rundlaner, Kriegslaner, Düsterlaner, Sophialaner und die Dämonenlaner. Ja, und dann habt ihr hier diese Quest hier frei in der Nähe des Iteritenplatz, also hier in Froher Halde, der König der Lüfte mit den Windiger Abenteurer. Der windige Abenteurer möchte dir ein wenig Orientierungshilfe geben. Feuervogelpfeife. Eine kleine Pfeife, die beim Spielen einer bestimmten Melodie einen feurigen Vogel aus der Asche wieder auferstehen lässt. Neue Vorhalde? Keine Sorge, für schlappe 1000 Gil werde ich dir persönlich eine Führung. Moment mal, du siehst mir wie eine Abenteurerin aus. Die weiß, wo es lang geht. Sag bloß, du kennst dich aus mit den göttlichen Lanern aus. Du hast sieben von ihnen gezähmt? Ich wusste ja, dass du keine gewöhnliche Abenteurerin bist, aber ausgerechnet die Heldin zu treffen, nach der ich gesucht habe, ich bitte dich, erlaube mir, dir den Weg weisen zu dürfen. Sei unbesorgt. Ich würde nicht mal im Traum daran denken, von dir einen Entgelt für meine Dienste zu verlangen. Das würde nämlich bereits entrichtet von einem gut gekleideten und äußerst eloquenten Zeitgenossen. Du möchtest wissen, wer mein mysteriöser Auftraggeber ist? Nun, das trifft sich gut. Er will dich nämlich auch unbedingt treffen. Du findest ihn bei dem Brunnen vor dem Klippenhänger. Den Klippenhänger. Ach, herrlich, der Klippenhänger. Wo ist er denn? Ah, da ist er. Der Klippenhänger. So gut. So, dann wollten wir mal dorthin. Ach, hier dieser schöne, wunderschöne Platz hier. Mit dem Brunnen und so. Ein schöner Platz. So, haben wir den Fahrender Sänger. Der schon wieder. Den hatten wir ja auch schon bei Kirin gehabt. Oder selbst auch bei den Extremen. Ah, es ist mir wie immer ein Vergnügen, meine Liebe. Nach unserem Aufeinandertreffen mit Kirin bekam ich Wind davon, dass sie jemand eine ganze Reihe göttlicher Lana gezähmt haben soll. Also kam ich her, um mich mit dieser Person zu treffen. Du bist die besagte Person? Das überrascht mich irgendwie gar nicht. Nun, du kennst dich offensichtlich mit Lanern aus, aber hast du auch von der Kreatur gehört, die über sie alle gebietet? Den legendären Feuervogel? Er ist ein Symbol der Wiedergeburt und entzündet sich bei seinem Tod selbst, um aus der eigenen Asche wieder zu aufstehen. Der Legenden nach erfüllt ein allein sein Anblick mit Hoffnung, während eine Berührung seiner Federn ewig Glück verspricht. Doch seiner faszinierenden Anmut zu trotz ist der Feuervogel eine einsame Seele. Schon seit langem durchstreift er die Lüfte auf der Suche nach einem Gefährten, einem Helden,
den der König der Vögel als ebenbürtig anerkennen kann. Dabei kann es sich nur um dich handeln, Bändigerin der sieben göttlichen Lana. Dies ist die Feuervogelpfeife. Ich habe sie auf meinen Reisen erworben und nun soll sie dir gehören. Wenn ihr Träger sie als würdig erweist, wird der Feuervogel seinen Ruf folgen. Und ich habe keinen Zweifel, dass er deinen Ruf folgen wird. Ich bitte dich, diese Pfeife zu einem günstigen Aussichtspunkt zu bringen und dort erklingen zu lassen. So wie einst bei der Beschwörung des Kirin möchte ich dem Moment beiwohnen, wenn der Feuervogel sich aus den Lüften herabwinkt. Der Anblick wird mit sicherlich zu neuen Versen inspirieren. Ja, der macht ja mal unsere Lieder hier. Ich wusste, ich würde mich auf dich verlassen können. Nun, ich habe mir die Freiheit erlaubt, eine Stelle auszukundschaften, die sich hervorragend eignet, um die Pfeife erklingen zu lassen. Sie befindet sich im Südosten des Dravanischen Hinterlandes, auf einer Anhöhe, die nach Korthas führt. Ich werde mich bis zu den Treffen im Hintergrund halten und entspannt auf den entscheidenden Moment warten. Den wir mal machen. So, die Pfeife haben wir schon mal bekommen. Und ja, jetzt müssen wir. Ich muss mal kurz schauen. Wo haben wir denn den Platz? Was? Da ganz da unten? Wow. Rein theoretisch würde ich eigentlich diesen anderen Weg nehmen. Den hier. Weil der ist hier ein bisschen kürzer. Ja. Geschafft endlich den 2.2. um 23:05 Uhr. Wow. Wer hätte das gedacht? Also, ich bin echt stolz darüber, dass ich jetzt schon so lange Progress geschoben habe als Midi-Core-Spieler. Und ja, es ist mir gelungen wiederum. Das ist irgendwie echt super, dass ja nach dieser ganzen Zeit durch das Eifers dennoch gelungen hat, es mir gelungen ist. Wenn man hier so sieht, ich habe auf jeden Fall eine Menge gefarmt. Also, ich werde jetzt mal kurz sortieren. So viel habe ich 90 Tokens. Bei Sephiroth habe ich 103. Den hätte ich auch dann hinterher kaufen können, wenn ich den nicht vorher bekommen hätte. Aber ich habe danach hinterher noch ein paar Runs noch mitgemacht bei den Leuten. Dann habe ich hier Sirven 31. Ja gut, mit Bismarck zählt jetzt hier nicht. Das war einfach deswegen Chloes Buch. Und dann habe ich hier noch den Horn-Totem. Da habe ich auch nur 6 Tokens gebraucht. Also, es hat auf jeden Fall schon gut funktioniert. Ich musste mir jetzt nichts erkaufen oder so von den ganzen Vögeln, die ich bekommen habe. Ich muss jetzt mal schauen, wo wir da hinkommen. Ach, das war unten, ne? Nee, da. Da ist dieser Weg. Bin hier sehr selten gegangen, diesen Weg hier. So. Ja, und vor 2 Jahren habe ich ja auch immer Kirin gefarmt gehabt. Auch, wo man die ab da den Emalkirin bekommen konnte. Ich denke mal, ihr wisst, oder falls ihr Leute noch gibt hier auf meinem Kanal, die bis dahin noch weiter meine Videos verfolgt haben, wissen es. Und ja, war auf jeden Fall auch eine schöne Zeit, wo ich dann die ganzen 6 Ponys hatte, hinterher anschließend noch Albtraum bekommen habe. Ja, aber das Video findet ihr sonst auch, falls ihr nochmal rumschauen tut. Ja, jetzt haben wir jetzt auch nun dann den nächsten Epic Mount mit dem Feuervogel. In Klammern Phönix kann man sagen. Da haben wir es jetzt auch wieder. Sehr, sehr schön. Alle wieder in einer Reihe, wie die Ponys auch der Fall war. Sehr, sehr nah. Da haben wir ihn ja. Sehr nice. Da haben wir den nun. Welch unvorstellbare Schönheit. Der mächtige Feuervogel ist hier. So, davon einen Screenshot machen.
Warte mal ganz kurz. Erlaubt mir einen schönen Screenshot machen zu dürfen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, ob das mir auch wirklich sehr gut gelungen ist. Ja, ich bin damit zufrieden. Nehmen wir mit. Endlich hat der König eine Ebenbürtige getroffen. Eine Heldin, der er seine Flügel leihen kann. Die göttlichen Lana, der Feuervogel und du überschreiten zusammen alle Mühen ewiglich. Neun Leben, deren strahlender Glanz es mit den Sternen aufnehmen vermag. Das ist ein wahres Wunder. Ach hier, jetzt kann ich nochmal Screenshot machen. So, jetzt noch mal schauen. Sehr nice. So, weil das sieht noch mal echt cool aus, noch mal so eine Vogelperspektive. Ah, die Worte sprudeln nur so aus mir heraus. Das ist mein nächstes Werk und das habe ich alles dir zu verdanken. Ich nenne es feurige Schwingen, feurige Herzen. Aber ich muss schon sagen, sich nicht nur mit Kirin, sondern auch dem Feuervogel anzufreunden. Deine hellen Taten suchen wahrlich ihresgleichen, meine Liebe. Ich wage es kaum, meine Augen von dir abzuwenden, um nicht einen bedeutenden Moment zu verpassen. Natürlich möchte ich dir nicht mehr als nötig aufbürden. Ich bin schon zufrieden, wenn du mich hin und wieder mit Geschichten deiner Abenteurer erfreust. Mit solch feurigen Schwingen werden sicherlich noch zahlreiche vor dir liegen. Alles Gute und bis bald. Und somit haben wir jetzt Feuervogelpfeife. Wow, Leute. Ich bin happy. Das nächste Vor-Patch 3.55. Hab's geschafft. Auferstanden aus der Asche. Wow. Ich bin so stolz drauf. Und ja, ich hoffe, ihr seid auch stolz drauf, dass ihr es geschafft habt. Ziemlich nice auf jeden Fall. Also, wow. Ich bin echt geflasht. Ja, ich habe in der Zeit echt die ganze Zeit nur gestreamt gehabt und ja, aber ich werde euch jedenfalls nochmal hier die ganzen Mounts nochmal zeigen in Abschluss. Hier haben wir Bismarck. Dann haben wir Ravana. Dann haben wir König Forden. Oder spricht König Torden. Nachdem. Dann folgt Sephiroth. You want my name, Sephiroth. So, dann haben wir hier den Düsterlaner von Nidhogg. Sehr nice. So, danach haben wir die wunderschöne Waifu der Kriegstriaden, die Sophia. Mit Elbrillium. Ich hoffe echt, dass es auch noch auf dem Fanfest kommt. Also nicht nur das, sondern auch Shiva, aber auch selbst mit Sophia. So, und dann haben wir hier noch den Dämonenlana von Zorvan, sprich Zurin. Ja. Und zum Abschluss
haben wir den epischen. Epische müsste hier irgendwo. Achso, ja, ich habe ihn noch gar nicht. Den muss ich auch noch aktivieren hier, ne? Ja. Seid hier. Da haben wir den. Feuervogel. Die Legenden aus den Fernen Osten besagen, dass die Lebenskraft in diesen Fabelwesen heiß wie Feuer und wie Feuer brennt und dass er im Tode von seinen eigenen Flammen verzehrt wird, worauf er aus der eigenen Asche wieder neu entsteht. Es heißt, er erkenne nur einen wahren Helden als seinen Herrn an. Ja, und ich habe ja früher Kirin wie ein Verrückter gefarmt gehabt, also sprich die Ponys hier, hinterher dann auch den Albtraum. Und das war alles noch in den Zeiten, wo Kirin ganz frisch rauskam, genauso auch wie jetzt der Feuervogel. Also das ist wie so eine Nostalgie, was ich ihm halt vor 2 Jahren vollbracht habe. Und wenn man jetzt noch überlegt, jetzt wieder dasselbe, hier nur in Heavensward, ist auf jeden Fall echt nice. Also wow, sehr, sehr coole Leistung. Ja, da haben wir jetzt nur den wunderbaren Feuervogel, sprich den Phönix, echt nice. Wir betrachten das nochmal. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Seid auf jeden Fall noch weiterhin noch dabei mit meinen Videos hier auf diesem Kanal. Und seid auch sonst demnächst auch mal weiterhin sonst auch wieder in Streams dabei. Ich danke auf jeden Fall für jeglichen Support und Unterstützung. Und ja, ist auf jeden Fall echt nice. Also, bin echt happy. Ja, mit den Worten würde ich mich erstmal verabschieden. Ich würde mal sagen, ich würde mich auf euer Feedback freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und haut rein.